Hallo und willkommen zu einem neuen Unboxing. Wie ihr seht, Post ist eingetroffen. Darin sollen sich Transformers G1 befinden. Ob wirklich das da drin ist, sehen wir gleich. Das da drin soll ein eBay-Kleinanzeigen-Deal sein mit Transformers G1. Im Endeffekt hatte der Betreffende eine kleine Anzeige aufgegeben mit 4 Figuren, wovon 2 groß waren, etwas größer, einer beschädigt und 2 kleinere Figuren, die ich interessant fand. Da hatte ich ihn angeschrieben, er wollte 30 Euro für den gesamten Lot haben. Das war mir eigentlich zu viel. Naja, und weil es eben halt, ja, es war so relativ, ne? Ich war mir nicht so sicher, ist es das wert? Ich habe ihm ein anderes Angebot gemacht. Wollte nicht. Naja, so habe ich gesagt, okay, komm, würde ich den Lot nehmen. Und dann kam noch eine zweite Sache. Ich habe noch mehr gefunden. So, und jetzt haben wir uns gesagt, okay, komm, da sind ein paar interessante Sachen dabei. Sind nicht vollständig. Wenn er nochmal Zubehör findet, will er sich bei mir melden. Übrigens, entschuldigt, ich habe keine richtige Stimme irgendwie. Ich war erkältet und die Stimme hat sich einfach noch nicht wieder eingefunden. Also, hoffentlich versteht ihr mich. Ja. Also, wie gesagt, es ist der Deal. Jetzt im Endeffekt wurde daraus 70 Euro inklusive Versand. Ja, ist jetzt in diesem komischen Chibo-Paket drin. Und das wollen wir uns doch mal gemeinsam anschauen. Ich zeige es hier direkt erstmal in die Kamera und danach als am Schluss sozusagen, wenn ich mich verabschiedet habe, dann werde ich nochmal in Ruhe einen Blick hier alles auf den Tisch gelegt haben und dann werde ich nochmal einen Kameraschwenk über alle Teile machen. Also, genaueres Ansehen dann am Ende. Und wenn was Besonderes ist, blende ich dann ein Foto zu finden. Das nur mal so als Erklärung. So, dann wollen wir mal aufschneiden. Verpackt soll es, habe ich gebeten, soll es gut sein, wenn ich schon das Geld bezahle. Da hatte man gesagt, ja, ich verpacke immer gut. Dann wollen wir mal sehen, ob es auch stimmt. Ja. So, ein Messer kurz zur Seite. Ihr seht, gut verpackt ist es. So, weg damit, brauchen wir nicht. Ein Goodie ist auch dabei, sehe ich gerade. Haribos. Süß, vielen Dank. Ja, okay. Hier sind eine ganze Menge Transformers G1 drin. Ich sehe auch, wie bespielt die sind. Fange ich an mit einem sehr bespielten und ihr seht das dann auch gleich. Und der ist auch angegliedert und gebrochen. Und zwar ein Breakdown. Ja, der hat schon viele Tage gesehen. Ihr könnt es sehen. Hier unten ist das abgebrochen. Also das Autobot-Logo oder das Decepticon-Logo besser gesagt, ist schon ziemlich abgegriffen. Ja, ist jetzt auch gerostet an den Rädern leider. Gut, kann man hier als Auto wenigstens verwandeln. Das sieht noch einigermaßen aus, obwohl hier unten ein Stück weggebrochen ist. Er ist auch gebleicht, aber ziemlich gleichmäßig. Das heißt, er hat als Auto viel gestanden in der Sonne. Naja, gut. Legen wir dahin. Was haben wir noch? Einer, der auch dabei war. Hier fehlt auch ein Teil vom Kopf. Needle Nose. Auch ziemlich mitgenommen. Also es ist alles sehr gebrauchter Zustand. Es ist vielleicht eher Ersatzteile, was. Ich habe mich einfach dahin gereißen lassen. Hier fehlt auch hinten, ist abgebrochen. Die Finn und hab auch sehr abgenommen. Hier, ich zeige euch das. Auch ziemlich mitgenommen. Ist halt bespielt. Ja, ich habe mich da hinreißen lassen. Warum nicht? Ist vielleicht ein Glücksgriff. Vielleicht sind ein, zwei Teile nicht schlecht. Der sieht zum Beispiel wesentlich besser aus. Auch wenn die Aufkleber wahrscheinlich etwas mehr sein können. Obwohl, nein, hier ist leider angebrochen. Und zwar Double Dealer. Hier ist unten, da könnt ihr sehen, gebrochen. Ist ein bisschen schade und auch die ganzen Schrauben und so weiter haben Roststellen, also schön ist das Ding nicht. Zum Komplettieren vielleicht doch für jemanden nur rausgebrochen, sonst hier nichts. So, ich verwandle ihn mal als Auto, es fehlt die Rakete dazu, das ist auch sehr dreckig. Ja. Könnt ihr sehen. Ist okay. Ist halt etwas teureres Teil. Für manche ist vielleicht nicht ganz so
problematisch, dass das da nicht ist. Mal sehen, ob man... Na gut, ich will ihn jetzt nicht auf Zwang verwandeln, aber er sieht sonst vollständig aus, der Kopf da unter ist. Ja, ist in Ordnung. Na gut, geht's weiter. Hier haben wir auch einen Target Master. Der ist, sieht einigermaßen heil aus, ist aber dreckig. Landfill, glaube ich, heißt der. Keine schöne, schlechter, aber wie gesagt, ist bespielt. Der sieht etwas besser aus, auch wenn der Rückenpanzer fehlt. Kanone funktioniert auf eine Art noch. Und zwar ist das hier von den Seacons, der Anführer. Hier fehlt der Rückenpanzer, fehlt hier leider. Ansonsten sieht der heil aus und sieht auch noch in einem recht guten Zustand aus. Also der lässt sich, kann sich sehen lassen. Da ist nicht viel Falsches gelaufen. Seacons sind sowieso welche und ja, die nicht schlecht sind. Wie gesagt, der Rückenpanzer, das ist ein bisschen schade, aber man, hier sind auch ist schade, dass der fehlt. Ja, dreckig sind sie alle. Ansonsten, ja, abgesehen vom Dreck geht das eigentlich. Da sind auch die Aufkleber noch top. Kann sich sehen lassen. So, weiter geht es. Hier haben wir ein Nose Cone. Ja, ist auch schon ziemlich mitgenommen. Decepticon, Autobahn-Logo fehlt. Ja, der hat auch richtig schön Dreck gesehen. Da wurde wohl so in der Sandkiste gespielt und hier ist auch leider so ein bisschen was schon die Spitze gebrochen. Ja. Die 70 Euro sind boah, durch den Dreck und das Abgenutzte ist da schon so ein bisschen mehr. Auf jeden Fall, hier habe ich einen und da sehe ich gerade, das Bein ist mega locker. Aber es liegt vielleicht daran, ich muss die Schraube nur fest. Entschuldigt. Und zwar habe ich hier einen Quick Switch. Der sieht auch vollständig aus. Wie gesagt, Bein, die Schraube scheint locker zu sein. Könnte ich wieder reindrehen. Aber er ist dreckig. Das spürt man. Fehlen die Waffen, aber ansonsten ist er vollständig. Also da kann ich echt sagen, und die Aufkleber sind auch einigermaßen okay. Klar, das Bein hier muss angezogen werden. Und ansonsten sieht der gut aus. Und sauber machen, na klar, sauber machen muss ich ihn. So, und dann haben wir auch einen, der gerne mal abgenutzt wird. Hier so einer von den... die waren mal silber, diese Kanonen, die hier rausspringen. Das Silber ist fast komplett weggeblichen, also da ist viel mit gespielt worden. Lässt sich vielleicht im Custom interessanterweise funktioniert, die Funktion wenigstens noch ein bisschen. Naja, auch schon sehr abgenutzt. Also ist mehr für die Leute, die das, naja, vielleicht vervollständigen wollen. Und hier haben wir einen Quake. Auch ein Target Master, Doppel Target Master Panzer. Der sieht recht gut aus, der ist heil. Ich habe jetzt ihn ja auch gerade in einem anderen Video gezeigt, wo ich ihn auch hatte, nochmal ohne Aufkleber, aber noch im besseren Zustand. Hier sind die Schrauben auch angerostet. Ist okay. Ist okay. So, dann habe ich hier ein doch echtes Highlight. Der sieht auch gut aus. Der wird auf jeden Fall in meiner Sammlung bleiben. Sieht auch vollständig aus. Es ist natürlich ein bisschen dreckig, aber ein... Komme ich gerade auf den Namen nicht. Sandstorm war das. Ein Triple Changer, kann sich in einen Hubschrauber verwandeln und auch in ein Dune Buggy. Das ist jetzt der Dune Buggy. Aber alles ist dabei, die Heckflosse vom Hubschrauber, die Rotorblätter sind noch dran, also da kann ich sagen, top. Das ist wirklich einer und der ist auch wert. Also so wie er auch aussieht, könnte man sagen, ist das 20 bis 25 Euro. Das heißt, würde ich den abgeben wollen, was ich jetzt nicht mache, aber ich
könnte, sozusagen, dann kriege ich schon mein Geld wieder raus von den 70 Euro. Das ist ja so das, was man mal so sagen möchte, wenn man es macht. Ich mache jetzt keinen großen Gewinn. Vor allem, wenn ich sehe, dass hier ein Stück irgendwo von was Abgebrochenem liegt, wo ich nicht mal weiß, von wem das stammt, was eher schade ist. Aber hier ist noch ein Decepticon, Terracon. Mir fehlt der auch, den habe ich nicht. Kein Decepticon-Logo, seltsamerweise. Kein Rubbel-Logo, wundert mich richtig. Gut, der würde mir fehlen, das finde ich klasse. Auch wenn die Waffe fehlt noch. Naja, kann ja auch nichts perfekt haben. Aber das mit dem Rubbel-Logo, das stört mich gerade. Die Schrauben sind noch da, aber es wird wirklich so weiter draußen. Naja, gut. Auf jeden Fall, der würde mir fehlen. Hier habe ich, wie gesagt, ein Stück von irgendwas Abgebrochenem. Da muss ich mal gucken, von wo das stammt. Dann habe ich hier noch zwei Kleinigkeiten und es ist der Karton auch leer. Das, was mich am meisten interessiert hat, war, ist diese kleine Figur, die zeige ich euch gleich. Da sind die Schrauben auch noch nicht gerostet. Auf jeden Fall habe ich hier einen Motormaster, einen Motor. Hat er die Schrauben rausgezogen? Die Schrauben sehen alle so weit draußen aus. Na egal. Ich habe einen Motormaster, sozusagen von dem Motormaster. Ich überlege gerade, ob das der richtige ist von Overlord, von Double Dealer. Kann sein, weiß ich jetzt gerade auswendig nicht. Auf jeden Fall, der sieht einigermaßen okay aus. Und das, was mir am meisten gefällt, ich weiß jetzt gerade nicht, zu welchem G-Bone Headmaster der gehört, aber der Head sozusagen könnte vom Krokodil sein. Richtig cool, vom Skullcruncher, glaube ich. Skullcruncher fehlt mir. Und ja, kann ich nur sagen, top. Sowas findet sich seltener, diese Köpfe. Und die sind auch schon etwas mehr wert. Also in dem Sinne, das war auch das, was ich eigentlich haben wollte von dem Lot. Und ich glaube, das Gebrochene könnte zu dem gehören. Oh. Die Farbe, nee, das ist dunkler. Das wird Double Dealer sein. Ja, das könnte zu Double Dealer gehören. Das, was bestimmt gebrochen. Ja, hier sehe ich, dass es gebrochen ist von dem, wo die Flügel gehalten sind. Da gehört dieses Stück hin. Ja, so ist es manchmal. Die Dinge sind nicht perfekt. Das war ein Lot, den ich jetzt für 70 Euro gekriegt habe. Was sagt ihr? Schreibt mir das in die Kommentare. Hat sich das gelohnt? Für mich ist jetzt nicht viel dabei. Ich werde den Sandstorm behalten. Ich werde den Terracan behalten und natürlich auf jeden Fall den Headmaster. Bei dem muss ich jetzt mal gucken. Der andere Teil wird wieder abgegeben wahrscheinlich. Vielleicht behalte ich noch den Seacon-Chef, aber das andere werde ich wieder abgeben. Ja, ich hab sie. Und ja, ansonsten schreibt in die Kommentare. Was sagt ihr? Ne? Eure Meinung ist jetzt gefragt. Ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Ein Abo, falls ihr noch nicht habt. Ne? Das hilft mir. Und irgendwann werde ich Millionär dadurch. Nein, Spaß beiseite. Also, das soll es jetzt gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.